Ja, jetzt so einen geilen alten Eisenbahntunnel. Stockduster. Ich gehe da jetzt einfach mal inne. Man wird halt nicht viel sehen, ne? Aber ich habe gerade mal versucht, dieses scheiß Licht anzumachen. Ich weiß nicht, wieso das nicht geht. Oder geht das erst an, wenn es dann zu dunkel ist? Boah, ist das gruselig, hä? Irgendwie ist das ja schon... Oh, das ist so cool. So einfach mitten durch den... Ich liebe das, auch in der Schweiz. Oder boah, ich habe es jetzt schon an so vielen Stellen gesehen, dass sie das einfach so einen Berg reinhämmern. Das ist schon geil, ne? Es tropft überall. Ist das da hinten schon der Ausgang? Ich habe keine Ahnung, was stand dran? 29 Meter. Also lang ist er ja nicht, ne? Aber das ist schon echt... Also ich finde es mega cool, ne? Schon allein die Optik. Soll ich da jetzt wirklich durchlatschen? Hallo? Echo! Ist das geil? Oh, ist das cool. Aber das ist natürlich jetzt... Ich habe natürlich nichts mitgenommen. Ich habe das gelesen. Ach so, ich bin gerade im UNA. Ja, dann mache ich gerade mal ein Tagesupdate. Hä? Oh, jetzt wird es halt schon arg dunkel. Ne? Aber das geht schon. Solange hier nicht einfach ein Monster oder ein Tier aus der Ecke gesprungen kommt, funktioniert das schon. Hallo? Ja, ich bin jetzt, oh mein Gott, ist das ein geiler Tag. Ich bin heute Morgen extra um 4 schon aufgestanden, dass ich um 6 abfahren kann, wenn es hell wird. Weil die Tage sind ja so kurz, ne? Und ich brauche meine 2 Stündchen am Morgen mit Kaffee trinken und fertig machen und Auto umräumen und, da steht irgendwas. Soll ich da wirklich bis zum Ende latschen? Also da hinten sieht man ja wirklich. Aber dann muss ich wieder so weit zurücklatschen. Ach mein Gott, 29 Meter, aber dazwischen drin wird es, glaube ich, halt schon extrem dunkel. Weil jetzt sieht man ja auch schon fast gar nichts mehr, ne? Hallo! Ich finde das ja echt cool, ne? Aber so ganz alleine ist das halt schon mega gruselig. Ich weiß nicht. Nee, komm, ich gehe zurück. Ich kriege ein bisschen Angst. Ich habe keine Ahnung. Alleine ist das immer so eine Sache. Lass mal hier was passieren. Hier gibt es keinen Handyempfang und nichts. Hier ist tote Hose. Gibt es noch nicht mal einen normalen Empfang zum Telefonieren. Und wenn hier was passiert, bin ich am Arsch. Nee, mach mal lieber nicht. Vorsicht geht vor, ne? Ich habe gestern wieder so ein schönes YouTube-Video gesehen. Die machen eine Skandinavien-Tour und haben noch nicht mal Schneeketten dabei. Und dann wundern sie sich, wenn sie rumrutschen und fast im Bach landen. Der ein bisschen... Keine Ahnung, könnte ich kotzen, ne? Wie kann man denn eine Skandinavien-Tour im Winter machen und keine Ketten mitnehmen oder keine Spy? Weiß ich nicht. Macht das so sinnlos. Und dann heulen sie sich mega... Na, ist egal. Das ist auch noch mega cool, ne? Schaut mega lässig aus. Ja, ich bin ein kleiner Schisser, aber wie gesagt, Vorsicht, das ist für mich... nee, lass da mal einen Stein irgendwie... runterkommen oder wirklich irgendein Tierchen oder irgendwann, man weiß ja nie, ne? Also ich muss halt schon vorsichtig sein. Ich bin alleine, so ganz alleine. Und wie gesagt, ich habe kein Handyempfang, ne? Ja, also ich bin heute Morgen sehr zeitig abgefahren und ja, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Es ist mega schön, hier ist ein riesengroßer Wasserfall. Ja, dann habe ich mir zuerst auch, ne, erst habe ich meine erste Kaffeepause an so einem See gemacht. Das war auch ein Nationalpark. Aber die wollten Eintritt haben. Und ich sage, nein, ich zahle für den Nationalpark keinen Eintritt. Was ist denn das für ein Bullshit? Das ist alles Natur. Zahle ich doch sicher kein Geld für. Das finde ich in den USA so krass. Das ist, finde ich, unmöglich, dass man für Nationalparks Geld zahlen muss. Ja, das ist die UNA. Ich bin im UNA Nationalpark gelandet. Ja, heute Morgen die erste Kaffeepause war an einem See. Nee, eigentlich wollte ich in dem anderen. Ach ja, das war dann doch schon noch der gleiche Nationalpark. Und da, wo ich rein wollte, gab es auch einen Wasserfall und da wollten sie halt Eintritt haben. Also nee, ich zahle keinen Eintritt.
Entschuldigung, dass ich mich wiederhole. Dann bin ich weitergefahren, dann bin ich an dem See gelandet. Und das war, ich liebe das, wenn du so zeitig aufstehst, wenn am Morgen die Sonne aufgeht und über Wasser, das war so richtig neblig und das sah echt so geil aus. Fotos kriegst du es halt nicht drauf, ne? Also mit der scheiß Handykamera nicht. Ich muss unbedingt mal meine normale raussuchen und die anschließen und laden. Und da könnte ich halt schon richtig geile Bilder machen, ne? Ich habe ja eine richtige, wie nennt man das? Spiegelreflexkamera? Ach, keine Ahnung. Habe ich ja eigentlich alles. Und, und ganz geile Nachrichten. Mein Gepäck wurde gestern geliefert aus Istanbul, verdammte Scheiße. Nach, wann war es verschollen? Im Mai. Nee, im März. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gestern haben sie es mir endlich geliefert. Wupp, wupp. Das ist so geil, ich habe extra geschrieben, die sollen es mir nur zum Flughafen schicken. Das reicht, dann hole ich es ab. Und, oder zu meiner Mama nach Deutschland oder nach Leipzig oder nach Berlin, irgendwie so halt, dann kann ich es mir easy peasy abholen. Und dann habe ich gestern Abend oder am späten Nachmittag WhatsApp-Nachrichten drauf, ob ich zu Hause bin. Lieferdienst ist da für mein Gepäck und hab ich angerufen, ich so, was heißt denn? Also er hat dann gesagt, ja, sind Sie dann zu Hause? Ich stehe vor Ihrer Tür. Und ich so, wo stehen Sie denn? Weil ich habe meine alte Adresse nicht angegeben. Ich wohne ja da nicht mehr. Seit März, Mai. Seit Mai. Und deswegen habe ich geschrieben, Sie sollen es halt zu meiner Mom schicken oder einfach zum Flughafen, dann kann ich es mir abholen. Und dann ruft er mich an und sagt mir, dass er vom Haus ist. So, echt jetzt? Nein. Naja, egal. Da unten hat es eine Malerfirma drin. Da hat gerade Licht gebrannt. Dann habe ich gefragt, ja, geh mal rein. Frag mal, ob du es da lassen kannst. Dann hole ich es mir im Dezember ab. Und meine verschollenen geilen Klamotten. Oh, das sind die ganzen geilen Klamotten. Ich finde das so cool mit den alten Dingern. Oh. Ja, hier sieht man, ja, hier muss ich noch irgendwo. Ist das schön? Das ist ja absolut der Hammer. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Egal. Jetzt bin ich hier im Una Nationalpark noch ein bisschen am Chillen und am Wandern. Davon hat sie, habe ich extra Video gemacht vom Wasserfall selber. Mega spektakulär, habe ich noch nie gesehen, so einen großen Wasserfall. Und die Wassermengen, da sieht man es auch, es hat extrem viel Wasser. Also da, die ganzen Bäume stehen alle. Ich meine nicht, dass der immer so viel Wasser hat. Sonst wären die Bäume nicht so, die wachsen ja nicht in dem Sinn im Wasser, ne? Ja, das war es eigentlich schon. Jetzt haben wir es, ich meine, um 2, irgendwie sowas. Jetzt laufe ich zum Auto zurück, gehe auf Campsuche und mache mir noch einen schönen gemütlichen Abend. Dann gehe ich heute Abend wieder um 9, allerspätestens um 10 ins Bett. Das ist morgen früh wieder. Na, ich habe mir das jetzt so angewöhnt. Dass ich wirklich, da ist es ja auch schon um 5, meine ich, dunkel, irgendwie sowas, um 5, um 6. Und jetzt habe ich mir das wirklich so angewöhnt, dass ich aller spätestens um 10 ins Bett gehe und dass ich wirklich um 4, ich werde halt, stell mir keinen Wecker oder so, ich werde automatisch wach. Jetzt habe ich mir das so ein bisschen antrainiert, dass ich irgendwas zwischen 4 und 5 wach werde. Also dass ich gehe halt so ins Bett, meistens penne ich 7 Stunden, irgendwie so. Und dann stehe ich halt, dann freue ich mich wirklich immer, wenn ich, heute war es glaube ich, 4.18 Uhr oder irgendwie sowas, wo ich wach geworden bin. Ich so, ja, geil, es ist, oh, und dann freue ich mich natürlich mega, ne? Weil bis ich dann wirklich mal alles wieder umgeräumt habe und mich fertig gemacht habe und dann sind schnell schwuppsdiwupps bei mir da 2 Stunden weg ist. Ich bin da echt am Chillen. Ich liebe das, am Morgen gemütlich im Bett zu liegen,
halbe Stunde Kaffee trinken, dann mache ich mich fertig, dann haue ich mich noch mal eine halbe Stunde ins Bett und trinke einen Kaffee. Und ja, das ist so Auto umräumen. Und, ja, das ist so, ich habe da inzwischen meinen Ablauf und finde das immer sehr chillig. Und dann, bis ich dann wirklich fertig bin, ist es auch hell. Weil ich denke mir immer, nee, im Dunkeln. Also wenn ich Strecke machen will, fahre ich auch im Dunkeln, ist mir das egal. Aber so siehst du wenigstens noch was. Wie heute die Fahrt hierher, das war eine komplette Passbergstraße. Oh, und es hat Schnee gehabt und es ist, habe ich auch Video gemacht, ne? Es ist einfach nur unglaublich schön, solche Strecken zu fahren. Aber ich meine, hier ist es, ich muss wieder ein bisschen flacher fahren, weil es hat jetzt schon nur noch, ich meine, 2 Grad hat es gehabt. Also es ist mega angenehm und alles, es ist nicht wirklich kalt. Oh, hier hat so ein geiles altes, ich weiß nicht, wann die Bahnstrecke stillgelegt wurde, keine Ahnung. Also sie sieht eigentlich noch, also ich finde die Gleise sehen noch eigentlich super aus, aber am Moos siehst du halt, ich meine, das dauert schon eine Weile, dass das so zuwächst und alles. Das ist so cool, da steht einfach mal so ein quietsch. Geiler, alter, verrosteter Ofen. Mega geil. Das Schild habe ich vorhin umgedreht, weil ich gehofft habe. Aber ist komplett verrostet. Und das finde ich am geilsten. Die Natur holt sich alles zurück. Ich finde das so geil. Da wächst einfach mal ein Riesen. Da hat es auch wieder so einen geilen Ofen. Oh, schaut euch das an. Es ist unglaublich. Da ist das Ding reingestürzt. Jetzt kriegt es Nässe. Und es blüht. Was heißt blüht? Nein, ich muss inzwischen extrem aufpassen. Es geht mir so auf den Sack, ehrlich. Was ich sage, ich weiß nicht, was die Leute für Langeweile haben und solche dummen Kommentare reinschreiben, wo ich mir denke, hey, mein Gott, muss dein Leben langweilig sein, ehrlich. Egal, aber das finde ich halt geil. Die Natur holt sich einfach alles wieder. Ich finde das so geil. Es ist mega herrlich. Oh, siehst du, die Schilder habe ich vorhin ja nicht beim Reinlaufen gesehen. Vielleicht steht da irgendwas. Da hing ein Stein dran vorhin an dem großen Tunnel. Aber das hast du nicht gesehen, weil da stehen meistens die Jahreszahlen drauf. Ich muss jetzt hier nochmal gucken. Weil da auf der anderen Seite hat es, meine ich, kein Schild gehabt. Und mal gucken, ob hier was bei den Schildern drauf steht. Weil bei dem anderen stand nur drauf, wie lang er ist, meine ich. Ja, das ist bei dem jetzt, meine ich, auch wieder so. Da steht jetzt wieder nur was. Tunnel BR 24, Länge 40 Meter. Nee, was? 40? 40, 60? Hä? Wenn der andere 29 war? Oder war der andere 200? Ich habe keine Ahnung. Blicke ich noch nicht durch. Aber ja, da oben hängt auch wieder so ein Ding. Aber das ist, meine ich, nur ein Wappen. Also das sieht jetzt aus wie ein Wappen. Aber ich finde das mega schade, dass das keine Jahreszahlen ist. Ich würde gerne wissen, ich muss das mal googeln. Das findet man sicher irgendwo. Weil das stand hier mit dabei, dass man unbedingt die alte stillgelegte Bahngleisstrecke laufen soll. Ich meine, hier ist das jetzt, da geht jetzt ein Weg, auch siehst du, jetzt kann ich da eigentlich, wenn wir da jetzt einmal dabei sind, ne, wollte ich eigentlich eh noch runterlaufen, weil von dort unten sieht man, also da wo ich vorhin war, da sieht man den Wasserfall halt nur von oben sozusagen. Und hier stand damit dabei, also ich lese mir dann auch immer Kommentare durch, ne? Da stand mit dabei, lauf die Zugstrecke hinter, da geht ein Weg runter, dass man, ja genau, das habe ich gerade beim Herlaufen gesehen, da ist er, der runter geht, und dann sieht man den Wasserfall von unten. Das. Ist das extra Rutschfolie?
war so Autoreifen. Oder nee, wirklich so komisch. Ach, die haben das aus den Bahnschienen gebastelt. Sehr geil. Die Treppe, meine ich, so wie das aussieht. Aber ich lob da wirklich auch. Weil das ist jetzt so scheiß rutschig mit dem Holz. Dann ist da eben mal. Ich wechsle. Oh, ist das geil. Oh, wow. Oh, jawohl. Das hat sich doch jetzt schon gelohnt. Das ist der Tunnel, meine ich. Wartet. Ich zeig's euch gleich. Ja. Nee, der Tunnel bin ich halt durch. Aber oh, ist das cool mit der Brücke. Wartet. Ich kann mal noch. Ich habe ja immer keine Ahnung, ob sowas euch interessiert. Ich bin ja schon ein bisschen speziell. Ne? Oh, nice. Mega cool gemacht. Ne? Mit der, oh, herrlich. So. Dann latschen wir mal noch da runter. Aber mega schön gemacht. Ne? Ja, ich bin jetzt auf der, ich wollte eigentlich, der Fluss ist die Grenze. Die Una ist die Grenze zwischen Bosnien und Kroatien. Und ich wollte eigentlich auf der bosnischen Seite reinfahren. Aber das sieht man von hier aus. Das ist genau wirklich auf der gegenüberliegenden Seite. Stand dabei, dass die halt auch Eintritt nehmen. Und dass die kroatische Seite, ich war ja eh gerade in Kroatien, dass die kroatische Seite kostenlos ist. Na, sind alle nicht am Arsch. Ich verstehe das nicht. Wieso nimmt man für einen Nationalpark, das gibt es bei uns doch nicht. Das habe ich noch nie, meine ich. Ich weiß nicht, außer in den USA halt. Ne? Das sind ja auch so Idioten sozusagen. Oh, wow. Das war schon mega geil, ne? So, jetzt ist ja alles so ein bisschen auseinandergebrochen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich da heile runterkomme. Ist halt schon sehr steil, ne? Aber ich meine, ich gehe da gerade über die Steine, lässt sich um einiges einfacher laufen. Außer sie bewegen sich und rutschen weg. Boah, bin ich gerade stolz auf mich, dass ich mich hier runtergetraut habe. Ich habe so eine Phobie, wenn es zu steil bergab geht, kriege ich eine Art Panikattacke, fange ich an zu zittern und versteife mich komplett und wow, wird man nicht sehen. Aber das war jetzt echt, also für meine Verhältnisse, wow. So langsam kriege ich die Sache in den Griff. Hm? Wahnsinnig viel Wasser. Ja, da steht auch alles unter Wasser. Also hier könnte ich jetzt theoretisch, das ist der große da oben. Aber sieht man von hier eben. Dadurch, dass der, das habe ich mir oben schon gedacht. Das sieht bombastisch aus. Das wird man auf dem Video nicht sehen. Na, das war schon ordentlich.